Im japanischen Hiroshima ist an den Atombombenabwurf vor 67 Jahren erinnert worden. Inzwischen ist in Japan auch die friedliche Energie aus dem Atom umstritten, nach der Havarie von Fukushima. Der Regierungschef geht darauf ein und sagt, auf mittlere bis lange Sicht wolle man die Abhängigkeit von der Kernenergie senken. Die Amerikaner warfen die Bombe auf Hiroshima am 6. August 1945 ab. Drei Tage später war ihr Ziel Nagasaki. Viele Zehntausende starben sofort oder an den Langzeitwirkungen.